B2.5. Begründen Sie, dass für das Maß Alpha der Winkel TFNC gilt, Alpha ist kleiner als 138,01 Grad. Berechnen Sie anschließend die untere Intervallgrenze für Alpha. Und ein Teilergebnis haben wir auch mit AT gleich 7,8 cm. So, erst zur Überlegung, was bedeutet eigentlich das, was hier steht? Also der Winkel TFC, vielleicht erstmal den markieren, das ist der hier. Dieser Winkel, heißt jetzt hier, ist immer kleiner als 138,01 Grad. So, wir müssen jetzt hier im Prinzip überlegen, was passiert mit diesem Winkel, wenn sich dieser Punkt F verändert. Ja, wir wissen ja, die Strecke von A nach F ist immer abhängig von diesem x. Und je nachdem, wie groß das x wird, verändert sich natürlich auch der Winkel hier. Zum Beispiel, wenn F hier läge, sieht man vielleicht, dass der Winkel hier viel größer ist. Also genau das spielt im Prinzip rein. So, machen wir den nochmal weg. Also, die Überlegung ist jetzt, wann wird dieser Winkel TFNC am größten? Ja, wenn der Punkt F Richtung, wenn man den Richtung A laufen lässt, dann sieht man vielleicht, der wird immer kleiner. Hier an der Stelle von P ist es ja nur ein rechter Winkel und hier, ja, jetzt kommt man vielleicht mit den Winkeln drunter durcheinander, hier ist er nur kleiner als 90 Grad. Also wenn der F immer näher an A heranrückt, dann wird er immer kleiner und kleiner und kleiner. Also braucht man die Gegenrichtung, wenn F von A immer weiter wegrückt, dann wird er immer größer und größer und größer. Und wie weit darf F maximal gehen? Ja, eigentlich so lang, bis er im Punkt C ankommt. Und dann ist er am größten. Ja, also wenn dieser Punkt F hier in C ankommt, dann schreibe ich vielleicht mal hier drunter, F5 meinetwegen, dann ist dieser Winkel EFC, TFC im Prinzip nichts anderes als der da. Das Blöde ist nur, wenn F in C selbst drin liegt, dann gibt es ja keinen Winkel mehr. Deswegen steht aber auch hier, er ist kleiner als 138,1 und nicht gleich groß. Ja, also echt kleiner. Aber für unsere Grenzwertbedingung gehen wir einfach mal davon aus, dieser Winkel F liegt bei Punkt C. So, was folgt daraus alles? Wir müssen diesen Winkel hier unten irgendwie berechnen. Ja, und im Prinzip, ja, ich schreibe es einfach mal auf. Der Winkel TFNC wird am größten wenn FN so weit wie möglich von A entfernt ist. Also das haben wir gerade gesehen. Je weiter er von A weggeht, desto größer wird dieser Winkel TFNC. So, wie weit darf der Punkt FN maximal gehen? Ja, im Prinzip bis zum C rüber. Also, für x gleich 10. Ja, die Strecke AC ist ja 10 cm, also weiter kann er nicht gehen. Wenn der F direkt in C drin liegt, dann können wir sagen, dass hier dieser Nebenwinkel, also der Winkel AFNT, der Nebenwinkel ist. So, für x gleich 10 wissen wir den AFNT eigentlich schon, weil es dann genau der gleiche wie der ACS. Ist Nebenwinkel und daraus folgt Winkel AFNT ist gleich Winkel ACS. Ja, das ist jetzt alles die Voraussetzung. Wenn x gleich 10 ist, fällt der FN auf den C drauf und damit ist der Winkel AFNT gleich Winkel ACS. Und damit die Winkelgröße kennen wir ja schon, die haben wir schon ausgerechnet, 41,99 Grad. So, und jetzt letzte Überlegung. AFNT ist der Nebenwinkel zu F, ja, hier oben habe ich jetzt einen Fehler drin. Das erste ist nicht ein F, sondern das muss ja ein T sein, also TFNC.
So, jetzt müssen wir im Prinzip nur noch den Nebenwinkel berechnen. Und wie berechnen wir Nebenwinkel? Nämlich 180 Grad minus die 41,99 Grad. Und das sind jetzt ja, in der Intervallgrenze oben angegebene 138,01 Grad. Wo haben wir stehen? Hier da. Genau das da. Ja, echt kleiner. Weil das ist ja hier alles der Fall dafür, dass der Punkt F direkt in C drin liegt. Dann existieren aber unten keine Rechtecke mehr. Dann existiert auch dieser Winkel nicht mehr. Also ist der schon nicht mehr gültig. Deswegen muss der Winkel im Prinzip kleiner sein als die 138,01. So, das war jetzt hoffentlich die einfache Überlegung. Nämlich der schwere Teil oder der schwierigere Teil kommt jetzt. Berechnen Sie die untere Intervallgrenze für Alpha. So, vielleicht hat man schon eine Idee, wie das funktioniert. Die obere Intervallgrenze kommt, wenn fn so weit wie möglich von a entfernt liegt. Und die untere geht natürlich genau in die andere Richtung. Und dann fällt der fn direkt auf den a drauf. Also, ich schreibe es ein bisschen kürzer. Fn liegt auf a. Und daraus folgt, x muss 0 sein. So, wieder brauchen wir den Winkel TFNC oder im Prinzip TAC in diesem Fall. Also, wie gehen wir weiter? Wir suchen uns wieder ein Dreieck, wo möglichst viel drin liegt. Und vielleicht sehen wir ja schon aus dem Teilergebnis, die sagen, man soll hier noch die Strecke AT berechnen. Okay, welchen Hintergrund hat es? Ja, wir brauchen den Winkel TFNC, wenn der FN direkt im A drin liegt. Suchen wir uns ein Dreieck, das wäre das Dreieck ATC. Was kennen wir alles aus diesem Dreieck? Ja, wir kennen die Strecke AC mit 10 cm. Wir kennen die Strecke CT mit 13,45 cm. Wir kennen den Winkel ACS mit 41,99 cm. So, und was wir brauchen ist jetzt dieser Winkel hier unten drin. Vielleicht mache ich ihn noch mit blau nachgezogen. So. Also, wir kennen zwei Seiten und einen Winkel. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig, folglich funktionieren nur Sinussatz und Cosinussatz. Gucken wir mal nach, bringt uns irgendeiner dieser Sätze sofort weiter. Cosinussatz brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Zwei Seiten und einen Winkel habe ich gegeben, die dritte Seite kenne ich nicht. Also kann ich diesen Winkel hier unten nicht sofort berechnen. Und zumindest würde ich es nicht empfehlen. Bringt der Sinussatz was? Das heißt, ich brauche den Winkel und die gegenüberliegenden Seiten. Zu diesem blauen Winkel kennen wir die gegenüberliegende Seite, nämlich mit 11,45. Und gegenüber von dem Winkel ACS liegt ja die Strecke AT. Die kennen wir noch nicht. Also funktioniert der Sinussatz auch noch nicht wirklich. Aber jetzt sehen wir schon im Teilergebnis, dass es empfehlenswert ist, die AT zu berechnen. Also machen wir das einfach mal. So, wie kriege ich die Strecke AT raus? Im Prinzip, eine Seite ist gesucht, zwei Seiten sind bekannt und der Winkel, der gegenüber von AT liegt, ist auch bekannt und damit lässt sich eigentlich sofort der Cosinussatz ansetzen. Also AT wollen wir berechnen. Daraus folgt AT zum Quadrat. Wir beginnen immer mit der Seite, die gegenüber vom Winkel liegt. AT Quadrat ist gleich. Unten liegt AC Quadrat plus die andere Seite. Schauen wir nochmal nach. Das ist die CT. Also CT zum Quadrat ist gleich. Quatsch. Minus 2 mal AC mal CT mal Cosinus des Winkels, der gegenüber von AT liegt. Also Cosinus vom Winkel ACS. So, setzen wir die bekannten Größen ein und lösen nach AT auf. Das sehen wir da oben stehen hoch 2, also müssen wir die Wurzel ziehen. Daraus folgt, AT ist gleich 10 Quadrat plus 11,45 Quadrat minus 2 mal 10 mal 11,45 mal Cosinus von 41,99 Grad. So, das packen wir alles in die Wurzel rein. Das lässt sich jetzt ohne Probleme hier in den Taschenrechner eingeben und dann kommt die gesuchte Größe von 7,80 cm raus.
Ja, so wie im Teilergebnis steht. So, jetzt gucken wir nochmal in die Skizze rein. Ja, wir kennen jetzt alle drei Dreiecksseiten, wir kennen noch einen Winkel, also können wir jetzt ohne Probleme auch den Sinussatz ansetzen. Der heißt Sinus vom Winkel TAC geteilt durch die gegenüberliegende Strecke mit 11,45. Achtung, diese 13,45 ist ja die CS, die CT ist nur 11,45. Ja, bitte daran denken. Also, Sinus vom Winkel geteilt durch die 11,45 ist gleich Sinus vom Winkel ACS geteilt durch die Strecke AT, also die 7,8, die wir gerade ausgerechnet haben. Damit kommen wir sofort auf den Winkel. Also für Winkel, was war es? TAC folgt. Also ich fange nochmal mit dem Unbekannten an. Sinus des Winkels. Geteilt durch die Länge der gegenüberliegenden Strecke, das war die Strecke CT, ist gleich wie Sinus des Winkels ACS geteilt durch die Länge der gegenüberliegenden Strecke und das ist AT. Setzen wir ein. Sinus TAC, da wollen wir den TAC noch suchen. So, CT waren die 11,45, ist gleich Sinus von 41,99 geteilt durch und AT waren 7,8. So, dann multipliziere ich die Gleichung mit 11,45, damit das hier unten auseinander verschwindet. Dann bleibt noch stehen, Sinus des Winkels TAC ist gleich Sinus von 41,99 geteilt durch die 7,8 mal die 11,45. So, und das kann ich jetzt, ich kann es ja auch am Anfang theoretisch auch schon im Server eingeben oder kann es auch jetzt im Server eingeben oder ich setze noch die Umkehrfunktion vom Sinus an, also Sinus hoch minus 1 und dann folgt daraus der Winkel TAC ist gleich Sinus hoch minus 1 von und jetzt dem ganzen Rest, der hier rechts steht, Sinus 41,99 geteilt durch die 7,80 mal die 11,45. So, das kann jetzt wieder jeder Taschenrechner ausrechnen. Und das sind dann 79,13 Grad. Und genau das ist jetzt die untere Intervallgrenze. Also man kann es nochmal hinschreiben. Da klappt einen speziellen Namen, oder? Genau, Alpha ist Element von, ja gut, die äußeren gehören nicht mehr dazu. 79,13 Grad bis. Und die obere war ja 138,01 Grad. So, fertig.